Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonn, in der Bundeshauptstadt, wenn ihr jetzt ein bisschen schmunzeln musstet, dann geht's euch wahrscheinlich wie mir. Ich bin nämlich einer der älteren Generation. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Jede Nachrichtensendung fing mit Bonn an. Na gut, also diese Assoziation, die gibt's natürlich heute nicht mehr so sehr. Aber Nachrichten, die gibt's natürlich dennoch. Heute haben wir sogar was Wichtiges auf dem Plan, nämlich die FED mit ihrer Zinsentscheidung. Machen wir uns nicht vor, die Zinsen sind gar nicht so relevant. Es ist eher das begleitende Statement. Grund genug, ein bisschen genauer drauf zu achten. Insbesondere heute haben wir das Glück durch die Verschiebung zwischen Sommer- und Winterzeit. Amerika hat ja noch nicht umgestellt, wird heute um 19 Uhr bereits das Ergebnis dort verkündet und dementsprechend können wir live in der BNP Paribas Bonn Akademie, die ja immer mittwochs 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr stattfindet, können wir heute um 19 Uhr live mitverfolgen, was der Markt dazu macht. Ein Grund, dass wir uns heute mal mit dem Thema Nachrichten beschäftigen, natürlich mit denen der Fed, aber auch mit den Gedanken, was wir daraus machen können, wie wir mit der Reaktion umgehen und was es damit auf sich hat. Deshalb schaltet euch mit ein, heute Abend www.bornakademie.de. Ich freue mich auf euch. Und nun zum Wetter.